tolles Treffen bislang. Ich habe das Gefühl, den Gästen hier an der Hochschule München gefällt sehr gut und der Austausch ist wirklich auf Augenhöhe. Also ich glaube, bisher rundum gelungene Veranstaltung. Ganz spannend an dieser Fördermaßnahme finde ich die ganz vielen tollen Ideen, die die einzelnen Studierenden, die Kickstart-Teams und die anderen Mitarbeitenden der Hochschule mit einbringen, was hier verwirklicht wird, diese ganze Bandbreite an Ideen. Trotz mancher Probleme bei den Projekten ist es irgendwie so eine angenehme Grundatmosphäre und eine angenehme Grundstimmung. Kontakt zu den anderen Startup-Labs, der Austausch mit den anderen, egal ob jetzt online oder vor Ort, ist sehr, sehr wertvoll und ist definitiv ein Highlight. Es ist richtig spannend, wirklich 35 Hochschulen hier bei uns zu haben und dass sich alle austauschen. Und ich habe das Gefühl, alle haben sich wirklich jetzt auch nach der Corona-Zeit richtig gefreut, wieder in Persona zusammenzukommen. Wir haben im Creative Lab angefangen, als Studenten, die einfach Lust hatten, etwas zu bauen, haben eine tolle Geschäftsidee entdeckt, sind dann damit zum Precelerator gegangen, konnten dort weiter an unserer Idee arbeiten. Die haben uns an die Hand genommen und wirklich in den nächsten Stadien gebracht. Ja, für die Zukunft finde ich es eigentlich toll, wenn das Bundesministerium für Bildung und Forschung hier mit dabei bleibt in der Förderung, auch des Themas Entrepreneurship. Ich sehe da auch echte Chancen, ehrlich gesagt. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir tatsächlich die Startup Lab Community weiter ausbauen, intensivieren und dass wir gemeinsam an diesem wichtigen Thema weiterarbeiten, nämlich Entrepreneurship in einer sehr, sehr frühen Phase zu fördern und zu unterstützen. Ich wünsche einfach, dass wir in den Bund-Länder-Gesprächen jetzt zu so einem inhaltlichen Portfolio kommen, dass sowas wie Startup Lab, ob es dann so heißt, aber dass Elemente des Programms dann auch in einem künftigen Programm Forschung an HAW oder wie es dann heißt, eine Rolle finden. Ich würde sagen, dass wir den Austausch noch besser gestalten, noch weiter ausbauen. Vielleicht auch nicht nur regional, sondern wirklich von allen Labs in ganz Deutschland. Weil ich glaube, dass wir ganz, ganz viel voneinander lernen können.